Ja, und damit herzlich willkommen zu einem etwas speziellen Video hier auf dem Kanal, denn ich war dieses Jahr im South African Air Force Museum und will euch da mal ein paar Eindrücke zeigen, wie das denn so gewesen ist. Das Museum an sich ist auf einer aktiven Air Force Base und das ist jetzt hier der Eingang und da sieht man hier zum Beispiel die aktiven Hangar, das war jetzt gerade der Blick zurück und quasi in die andere Richtung ist dann quasi das Museum. Ich bin jetzt kein Fan vom Militär so an sich, aber mich interessiert die Technik und das war für mich der Anlass, da mal reinzugehen und zu schauen, was sie so da haben. Und wir gehen da in jeden Hangar mal rein, der öffentlich betretbar ist und schauen uns an, was so da ist. Zu ein paar Flugzeuge werde ich ein paar Infos sagen, beziehungsweise auch Sachen einblenden, damit ihr seht, was ihr da gerade im Video seht. Aber ich bin natürlich da kein Experte, keineswegs, aber es war wirklich sehr faszinierend. Der Eintritt ins Museum ist grundsätzlich kostenlos. Sie freuen sich natürlich, wenn man da eine Spende da gibt, weil das wird von Freiwilligen hier gemanagt. Und ein paar Sachen von denen, was hier da steht, fliegen tatsächlich noch. Und wir werden auch später einen historischen Helikopter sehen, der an dem Tag geflogen ist. Und ab und zu wurde mir gesagt, gibt es hier dann auch Flugshows, die man natürlich ansehen kann. Ich glaube, ich war hier ein bisschen außerhalb der Saison und war de facto alleine, also es waren 3-4 andere Leute noch mit da, die sich das angeschaut hat, ansonsten war es das. Auch vom Personal war eigentlich nichts da. Zwei Leute waren gerade bei der Restaurierung von einem Flugzeug beschäftigt, ansonsten das ganz normale Militärpersonal, was halt ihrer Arbeit hier so nachgeht und das war's. Hier diese Cheetah übrigens, das war eine richtig geile Lackierung, hat mir sehr gut gefallen. Hammer. Es ist schon eine Kunst für sich. Ich habe zum Beispiel auch nicht damit gerechnet, dass ich hier so eine Mustang mal sehe. Also, wunderschönes Flugzeug gibt es auch im Microsoft Flight Simulator, aber das Ding mal in echt zu sehen. Da war zum Beispiel ein Flugsimulator, den sie ausrangiert haben. Ja, kann man leider nicht reingehen. Man sieht den halt nur so von unten, das passt aber auch. Und auch die Gerätschaft hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da war auch kein Schild, was das irgendwie erklärt, was das Ding macht. Vielleicht gehört es zu dem Simulator. Kann es wirklich nicht sagen. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Kann auch vielleicht irgendwas Radarmäßiges sein. Aber sah es basic aus. Und dann nochmal der Simulator an sich. Wäre natürlich ganz cool, wenn sie den zum Laufen kriegen würden. Und auch bei einer Führung demonstrieren könnten. Also vielleicht geht es sogar. Aber ich, wie gesagt, es war kaum einer da. Und da habe ich in dem Stream, bin ich einfach nur so durchgelaufen. Damals zum Beispiel die Blackburn Buccaneer. Das war zum Beispiel ein Flugzeug, was mit Booster-Raketen starten konnten. Und technisch gesehen fand ich das schon sehr spannend, dass man das dann auch hier so hautnah sehen kann. Ich meine generell, so wie hier da das Fahrwerk, die Dinger waren riesig. Das kommt im Video so gar nicht so rüber, aber das sind einfach gigantische Flugzeuge. So, hier sind wir jetzt im Außenbereich und ihr seht, da ist ein Teil abgezäunt mit so einem mobilen Zaun. Und ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ob man hier so rausgehen darf, weil ich meine, dahinter ist das aktive Flugfeld mit dem Runway. Und ich habe dann nochmal nachgefragt und sie haben gesagt, ja, ja, du kannst einfach so rausgehen zu den Exponaten, aber einfach nicht über diesen mobilen Zaun da. Ich meine, das wäre bei uns undenkbar, da einfach auf dem Flugplatz so rauszulaufen. Das nur mit so einem kleinen Zaun abgesichert. Da haben wir den historischen Helikopter, der ist so für eine halbe Stunde jetzt da rumgeflogen, ist dann gelandet und hat dann aber nichts mehr gemacht. Ich möchte auch das Wackeln an der Stelle schon mal entschuldigen, weil alle Aufnahmen, die ihr da seht, habe ich damit mein S21 gemacht. Hab da jetzt keine andere Kamera mit gehabt. Aber was für riesen Dinger. Alle leider nicht mehr flugfähig, was da draußen steht. Und natürlich ein Geschütz. Hier nochmal für euch ein 360-Grad-Pan von weiter draußen. Da seht ihr die ganzen Flughanger. Die unteren sind halt noch aktiv, da darf man nicht rein. Und hier die oberen, da kann man dann überall rein, da ist das Museum drin. Weiter oben gibt es nochmal so eine Abdachung, wo noch Flugzeuge drinstehen. Und hinter ihr ebenfalls, da gehen wir dann später noch hin. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal die Flugzeuge an, die hier so draußen stehen. Ich muss gleich dazu sagen, die Recherche von den Flugzeugen hier draußen war ein bisschen schwierig, nachdem hier überhaupt keine Infotafel gewesen ist. Die sind einfach nur so da gestanden und daher habe ich nicht so viel Infos oder Backstories zu den Ganzen.
Es ist zum Beispiel eine Casa CN235, die hat ihren allerersten Erstflug am 11. November 1983 gehabt und ist dann 1988 offiziell in Service gegangen. Bei der South African Air Force ist sie bis 2012 geflogen und ging dann in Rente. Das ist die Air Macchi MB326, kommt eigentlich aus Italien und ist ein Trainingsflugzeug. Die wurden zwischen 1961 und 1975 produziert mit insgesamt 800 Stück. Ja, und da haben wir einen russischen Kollegen, das ist ein MIL ME-24 Hint A. Und das Spezielle bei dem Helikopter ist, dass er 2005 im Film von A Lord of War mit Nicolas Cage zu sehen war. Das SAF-7-Museum hat es so umlackiert, dass es einem Exemplar der sowjetischen Luftstreitkräfte während ihrem Feldzug in Afghanistan ähnelt. Gibt es mal so einen leichten Blick ins Cockpit. Besser ging es halt nicht wirklich. Die waren natürlich alle verschlossen, aber wäre von innen noch interessant gewesen zu sehen. Die Helikopter sind seit 1972 im Einsatz und wurden über 2648 Mal gebaut. Hier haben wir jetzt nochmal die Boeing 707328C, die wurde 1968 gebaut und war anfangs für die Air France unterwegs und seit 1983 für die South African Air Force. Das Flugzeug ist dann 1996 stillgelegt worden und ist jetzt mittlerweile 53 Jahre alt. Normalerweise kann man auch in das Flugzeug reingehen, aber an dem Tag, wo ich halt da gewesen bin, hatte ich etwas Pech. Aber trotzdem, ich konnte mir das Flugzeug aus der Nähe ansehen, wieder hier innen innerhalb des Fahrwerks, und es war schon spannend zu sehen, was da eigentlich so alles abgeht. Würdest du ja sonst ja nie sehen, außer mal als Flugzeugtechniker. Hier haben wir eine Lockheed B-34 Ventura, die war im Zweiten Weltkrieg vor allem im Einsatz. Und die Geschichte hinter dem Flieger ist noch ganz interessant. 5 Stück wurden von einer Privatperson gekauft, von Mr. Walter Freeman. Und der wollte das quasi zu Mini-Hotels umbauen. Der hatte sich bei sich auf der Farm, aber das ist halt leider nie passiert. Und dann waren die ganzen Flieger halt in der Natur draußen, wo sie halt der Natur überlassen worden sind und später durch Freunde des SAFI-Museums wurden dann ein paar gerettet und das ist einer der Flugzeuge, die halt noch da sind und ja, das ist jetzt wie so ein Memorial für die ganzen Einheiten und Crews, die im Zweiten Weltkrieg im Einsatz gewesen sind. Also der fliegt auf jeden Fall nicht mehr. So, da sind wir jetzt gerade hinter dem Flieger, nochmal so einen kleinen Pan auf den Runway, auf die Boeing und die anderen Flieger, wo wir zuerst unten gewesen sind. Und dann schauen wir uns mal die Schätze an, die hier oben so sind. Denn da hat es recht große Flieger noch. Und interessante. Und da hat es auch eine Douglas DC-3. Sehr, sehr schönes Flugzeug. Und das in der Mitte, das ist richtig heftig. Zu dem kommen wir aber gleich noch. Aber ich bin ein Fan von den Douglas-Maschinen. So ein schönes Teil. Und schade, 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 dass die nicht mehr fliegt. Gott sei Dank ist wenigstens unterdacht. Und der Flieger da in der Mitte, der war einfach massiv. Und krass, was der für Triebwerke hatte. Die DC-3 habe ich mir dann im Detail ein bisschen später angeschaut. Bin einmal rundgegangen, weil das war für mich einfach ein Highlight. Also generell DC-3, DC-4, DC-6 sind so meine Lieblingsflieger. Also die alten Warbirds, die Rosinenbomber, wie sie so schön heißen. Ja, davon der konnte ich nicht genug kriegen. Das Flugzeug, um das wir da übrigens gerade rumlaufen, das ist eine Shackleton MK3. Das ist ein englisches Flugzeug, war eigentlich als Patrouillenflugzeug gedacht. In Südafrika gibt es davon, oder hat es gegeben, 8 Stück. 2 davon wurden im SAFI-Museum wieder aufgearbeitet. Einer hat leider eine Crashlandung hingelegt und ist jetzt nicht mehr flugfähig. Ein Exemplar fliegt noch und eins, das ist das, was wir jetzt hier im Museum haben, ist noch in gutem Zustand, fliegt aber nicht mehr. Und der Typ, der was hier in die Führung gemacht hat mit dem einen Dude, der hat noch erzählt, dass das Ding brutalst laut ist, wenn das Teil die Motoren anmacht. Und das glaube ich sofort. Wenn ich mir hier so die Engines anschaue, ich glaube, die machen ordentlich Lärm. Und wie riesig das Teil ist. Vorne hat es noch geschützt gehabt, dann in der Mitte Fach für eine Bombe. Und da gehen wir auch da nochmal rein. Das Teil war einfach gigantisch.
Man sieht zwar nicht wahnsinnig viel hier drin, außer Beschmierungen auf dem ganzen Staub. Das hat man auch bei anderen Flugzeugen gesehen. Finde ich immer kacke, wenn man sowas sieht, aber wenigstens kann man das wegwaschen. Aber ja, da ist jetzt hier nicht sehr viel zu sehen. Ich wäre nochmal gerne ins Cockpit reingegangen, das wäre noch spannend gewesen. Aber ja. Ist übrigens die Lockheed Ventura ebenfalls ein Zweiter Weltkrieg-Bomber, Erstflug 1941. Außer Dienststellung bei South African Air Force war 1960 und wurde primär dazu genutzt, um Schiffe in Cape of Good Hope zu beschützen. Es gab dann auch Hilfseinsätze, wo dann bei der Donatin Star, das war ein Schiffswrack, da Güter runterzulassen, aber mehr ist mit dem Bomber auch nicht passiert. Das ist jetzt hier eine English Electric Canberra, auch ein Weltkriegsbomber und ist eigentlich quasi der Nachfolger von der Havilland Mosquito gewesen und in Südafrika zum ersten Mal im Einsatz gewesen 1963 und bis 1991 in Service gewesen. Das war hier jetzt natürlich eine absolute Überraschung, dass hier dieser alte Mercedes-Tankwagen rumgefahren ist. Ich weiß nicht, ob er effektiv was machen musste oder einfach nur zum Spaß rumgefahren ist, aber das hat mich gefreut. Wenigstens eine Sache, neben dem Helikopter, die ich da jetzt irgendwie Bewegung gesehen habe. Der ist da oben raufgefahren und dann habe ich noch nicht mehr gesehen, da ist mal kurz verschwunden, ist dann aber gerade wieder runtergekommen und das habe ich natürlich sofort aufnehmen müssen. Was für ein geiler Sound von dem Diesel. Hätte ich noch Bock gehabt, mit dem selber rumfahren. Ah, die alten Mercedes. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass der noch aktiv im Service ist. Also sieht zumindest so aus. Also zum Schluss gibt es auch noch mal ein Foto von dem. Aber top Zustand. So, das ist jetzt hier rechts der Bereich, wo der Unimog vorbeigefahren ist. Und da waren ganz viele Ersatzteile. Also von Motoren bis Flugzeugteile, Türen, Autos, alte Feuerwehrautos sind nur da gestanden, war hier alles Mögliche zu finden. Aber da konntest du auch nicht reingehen. Da war dieser Zaun, wo ich jetzt hier das Handy so durchhalte. Aber das war wirklich ein Wunderland an Technik. Kann euch auch da nicht sagen, was sie mit dem Ganzen noch vorhaben. Dann weiter unten haben wir hier noch ein paar Jets abgestellt gehabt. Die sehen aber alle nicht mehr flugfähig aus. Bei den allermeisten haben hier die Triebwerke gefehlt. Dann anhand von den Reifen, teilweise würde ich sagen, die stehen schon seit Jahren da. Einfach irre, wenn man sich denkt, das Ding ist einfach nur ein Triebwerk mit Flügeln dran. Mehr ist an dem Flugzeug gar nicht dran gewesen. Hier sieht man das übrigens nochmal gut, was ich damit meinte. Also so wie das aussieht, steht der Jet da schon seit ein, zwei Jahren. Aber die haben alle keine Triebwerke mehr gehabt, nur noch komplett leer. Positiv ist wenigstens, dass sie halt überdacht sind, damit sie nicht gerade vor sich hinrosten. Und Vorteil von Südafrika natürlich, hier regnet es nicht allzu oft. Also da hast du das Korrosionsproblem nicht so stark wie bei uns. Ja, und da sind wir auch im nächsten Hangar und da sehen wir das älteste Flugzeug überhaupt, was sie hier in der Collection haben. Und zwar ist es der Patterson Doppeldecker, der von Cecil Compton gebaut worden ist. Von denen gibt es genau zwei Stück. Das ist hier quasi das Replika Nummer 2, wurde 1911 gebaut und ist auch aktiv geflogen. Ansonsten in dem Hangar waren noch diverse Motoren und ähnlich altes Zeugs noch rumstehen, wie diese Propeller, sowie auch der Jet und auf der anderen Seite dann noch Helikopter. Bei dem Hangar konnte man auch nach oben gehen, bei den anderen war der obere Traverse teils gesperrt. Wenn ihr da zu dem Jet und dem Doppeldecker noch ein bisschen mehr Infos haben wollt, ich mache da gleich eine Nahaufnahme von den Infotafeln, die bei denen dabei gewesen sind. Und da könnt ihr euch mal ganz kurz das Video anhalten und mal durchlesen.
Ja, hier haben wir den Sikorsky S-51, das ist die Zivilvariante des H-5 und der hat seinen Erstflug 1943 gehabt und der S-51 1946 primär eigentlich von der US Air Force, Navy, Küstenwache und Marine Corps genutzt gewesen. Und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Hangar. Da gibt es nochmal die Aufnahmen von oben, was ihr da so sehen habt. Und das war schon das Ende von dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren so kleine Impressionen von dem SAF-Museum. Und wenn ihr mal Zeit habt und ihr seid in der Nähe, dann schaut mal vorbei. Es ist wirklich interessant. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Führung zu machen, macht unbedingt eine Führung. Und natürlich Spende da lassen, damit sie da weitermachen können. Ich sag ciao und wir sehen uns demnächst im neuen Video. Tschüdelö! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.